Hallöchen, Popöchen, meine lieben Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung, die sich gerade auf meinen Channel verloren haben. Weil ich dachte, es gibt hier gute Videos. So. What the fuck up? Ist ja hier mit den Leuten los? Wie manche von euch schon gemerkt haben, die meine Videos gucken, immer wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel ein Let's Vlog oder irgendwas halt, ist meine Begrüßung immer Hallöchen und Popöchen, wenn ich es nicht gerade bei ein oder zweimal vergessen habe. So. Und das war auch bei den, ich bin auch nebenbei auf der YouTube-Seite, bei den Let's Vlog 4, worüber soll ich im Minecraft LP reden? Es ist leider schon einen Monat her, es tut mir leid, ich bin nicht vorher zugekommen, ich wollte es. So. Da bin ich im Urlaub sogar, mein Kollegen war ich im Urlaub. Bisschen gechillt haben wir da. Dann lag ich auf meinem Bett und hab Fernsehen geguckt. War ein bisschen am Chillen und so und. Aber dann gucke ich auf mein Handy. So, bin so auf YouTube. Und sehe auf einmal, dass mir jemand geschrieben hat. So bei, also jetzt Kommentar hatte ich bei YouTube. Und denk so, hey, cool. Guck mal das Kommentar an, das war von Root LP1 stand da, Löchen Popöchen ist von Gronkh abgekupfert. So. Passt dazu, ist gerade mal runtergefallen. Oh, da könnte mein Kollege fragen, ich war so sauer, ne? Also was kotzt mich an? Dann habe ich dazu geschrieben, als Antwort, ich musste nebenbei zweimal schreiben, weil das nicht ganz geklappt hat beim ersten. Hab geschrieben, ist es nicht und selbst wenn ich es von Gronkh hätte, wäre es egal. Weil wir sagen können, was wir wollen. Oder dürfen wir es ungefähr 7 Milliarden Menschen nicht sagen, nur weil Gronkh es sagt. Ich mag Gronkh nicht und schon gar nicht solche Fanboys wie du, die seinen Schwanz lutschen. Und beim zweiten, das war das erste Teil vom Kommentar und dann habe ich geschrieben, Fortsetzung für meinen Kommentar. Es hat alles nicht auf einmal geklappt. Wenn es dir nicht passt, dann such, also dann gucke die Videos nicht und geh mir nicht auf den Sack. Ich gebe dir am Ende noch einen kleinen Tipp. Such dir ein Leben. Und außerdem hat es Gronkh auch von irgendjemandem, der nicht so rumheult wie du. Letztens, das habe ich nur gemeint. Gronkh hat das bestimmt auch schon von irgendeiner Person gehört. Ne? Das ist von irgendeiner Person. Man sagt, keine Ahnung, von irgendjemand halt. Und dieser jemand, der heult nicht so rum wie du. So. Und ich meine, ich bin ja echt ein netter Mensch. Ne? Ich kann ganz ein Arschloch sein, aber was anderes. Aber sowas regt mich auf. Aber wie? Das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Schwanz, das habe ich genauso gemeint. Und wenn du das Video jetzt guckst, bitte, nimm den Pimmel aus dem Mund von Gronkh. Aus seine Eier, je nachdem. Was soll das eigentlich? Ich finde das auch kein bisschen witzig oder so. Ich meine, das war ja anscheinend von denjenigen auch noch ernst gemeint. Ich meine, hey. Wenn solche Fanboys, ne, genau wie das mit, da war da genau was mit Cleanstone oder Cobblestone oder irgendwie sowas in Minecraft, wo der eine auch angekackt wurde, oh, das hast du von Gronkh und so, oh. Sag mal, habt ihr das eigentlich noch alle? Ey, jetzt mal ohne Mist, ey, das hätte er wohl voll bescheuert. Hätte mich mal einen Latten am Zaun, ey. Ey, ohne Mist, ey, sowas Doofes für euch gibt's ja wohl nur einmal auf der Welt. Ja, gut, anscheinend ein paar Mal. Ja. Nee, aber ich meine, ich kann ja von meinen Let's Player gerne gucken, wie ich will, aber ich muss doch nicht rumheulen, ey, so. Der hat das gleiche gesagt wie der. Meine Fresse, wie alt bist du denn, ey? 14? Das ist auch wieder so eine Sache. Das sind bestimmt wieder so 14-jährige Jungs, oder? Oh, wenn die überhaupt 14 sind, oder schon. Sind schon so 11 oder 12, haben den ersten Haar im Sack und denken jetzt, sie wären sie. Ohne Mist haben gerade ihr erstes Haar gefunden. Stehen dann immer morgens vom Spiegel und singen immer: Ich hab Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ziehen sie jeden Tag aus, werden einfach nicht mehr. Ja, Idioten, ey.
Ja, ich will mich nicht weiter damit befassen, weil ich finde es einfach sowas dämlich und das ist ganz ehrlich, man sollte dich wegsperren, ey, und nie mehr rauslassen. Es ist so ein dämliches Stück Scheiße wie dich, ey. Das ist unglaublich. Wie kann man so dämlich nun sein? Ey, echt jetzt? Ja, das war's, ne? Und das, was ich gerade gesagt habe, habe ich wirklich so gemeint. Und jetzt, mein Freund, kannst du den Schwanz von Gronkh wieder in den Mund nehmen und ihn weiterlutschen, wenn du willst. Viel Spaß dabei. Ich beneide dich nicht. Wisst ihr Bescheid? Also nochmal ganz am Rande. Warum vergöttert ihr jemanden, den ihr nicht mal kennt? Und von kennen meine ich jetzt nicht einmal, keine Ahnung, auf der Gamescom oder so gesehen, ja? Sondern wirklich kennen, seit Jahren oder so. Als Freund. Ja? Denk mal drüber nach, so ein kleiner Anstoß. Und nochmal ein Tipp am Rande. Ihr habt alle ein eigenes Leben. Auch wenn ich so viel Zeit hätte wie ihr, um mich so bei Gronkh einzuschleimen und jeden Tag seinen Schwanz zu lutschen, ne? Ja, dann hätte ich Zeit, ey. Die Zeit will ich auch mal haben, ey. Das wär's auch wieder. Nimm Bescheid, wisst ihr. Ich habe wirklich alles so ernst genommen und auch gemeint und ich werde nichts davon zurücknehmen. Ja? Ja. Und jetzt können wir den Schwanz runden, wieder weiter lutschen, wie ihr wollt, ey. Das war's. Bis dann.